Servus Leute, mein Name ist Mr. Sniff und ich heiße euch recht herzlich willkommen zurück bei meinem Wadagame-Vlog. Ich möchte heute mal die ganzen vergangenen Folgen Revue passieren lassen, ein Fazit ziehen, was ich hätte anders machen können, was ich anders machen hätte sollen vielleicht sogar. Ich kann leider nicht mehr viel von den Bauschritten zeigen, weil das Terrarium, wie ihr übersehen kann, mittlerweile schon fertig. Die Wadagame wohnt auch schon bei mir seit einiger Zeit. Die ist schon relativ groß geworden oder schon fast ausgewachsen. Und deswegen kann ich dazu nicht mehr viel zeigen. Allerdings kann ich an diejenigen, die vielleicht selber ein Terrarium bauen, noch ein paar Tipps rausgeben. Vor allem, weil ich in den Kommentaren in den vergangenen Wochen des Öfteren darum gebeten wurde, doch mal ein kleines Update-Video zu schicken und entsprechend weiterzumachen. Es kamen auch ein paar Fragen in den Kommentaren auf. Ich hoffe mal, dass ich die heute auch beantworten kann, damit sie für jeden beantwortet wurden. Wenn nicht, dann einfach mal in den vergangenen Videos schauen, wo die Frage aufgekommen ist. In den Kommentaren beantworte ich da gerne alle Fragen und vielleicht ist eure Frage ja auch schon beantwortet worden. Genau, ich versuche weniger zu schneiden wie in den vergangenen Videos, weil ich fand das immer so ein bisschen nervig, wenn da so viele Cuts drin waren. Das heißt, falls ich mich mal verreden sollte, entschuldigt mich da und das wird dann halt einfach mit reingeschnitten oder eben nicht rausgeschnitten. So. Genau, wir fangen einfach von vorne an. Beim ersten Video, was ich gemacht habe, das war diese Wiederholung, was bisher geschah, sowas in der Art. Und da ging es um die Unterkonstruktion, nenne ich es jetzt einfach mal. Also alles, was Styropor und Bauschaum und Ähnliches betrifft. Ich werde beobachtet. Da gibt es relativ wenig zu sagen, weil ich bin damit sehr zufrieden, wie das Ganze funktioniert hat, wie das Ganze geworden ist, wie man auch jetzt im Hintergrund sieht. Die Struktur ist sehr gut zum Vorschein gekommen und das Vorarbeiten war sehr viel Aufwand, finde ich, damit es so genau so war, wie ich es wollte. Und deswegen, so wie ich es gezeigt habe, fand ich auch immer noch in Ordnung. Der Styroporkleber hat nicht so gut funktioniert. Das ganze Verkleben kann man sich sparen, weil der Fliesenkleber nachher eh alles so hart macht und zusammenhält, dass es entsprechend unnötig ist, das zu verkleben. Aber ansonsten eben einen Styropor-Untergrund bauen, Bauschaum draufspritzen, ausschneiden, hat super funktioniert, war viel Arbeit, aber hat zu einem sehr schönen Ergebnis geführt. Und ich kann euch jetzt nochmal ganz kurz zeigen, welche Punkte mir besonders gut gefallen bei der Unterkonstruktion. Oder welche besonders gut zum Vorschein gekommen sind und deswegen auch entsprechend vielleicht erwähnenswert sind. So, wir sehen hier auf der linken Seite, wo die Wadagame sitzt, jetzt einmal das Sandbecken, was ich finde, was erwähnenswert ist, weil es eben nicht diese Streifenstruktur hat wie die Rückwand und deswegen ein bisschen stärker zum Vorschein kommt durch diese einzelnen Steine, die ich herausgearbeitet habe, wo ich finde auch, dass es sehr gut herauskommt und entsprechend schön aussieht und ein kleiner Blickfang ist. Das Sandbecken wird auch sehr gut genutzt von ihr und sie buddelt da sehr gern. Man sieht jetzt da hinten zum Beispiel ein etwas tieferes Loch. Und ja, falls sie mal Eier hat, obwohl sie nicht befruchtet ist und die entsprechend ablegen möchte, dann kann sie das auch hier im Sandteil des Terrariums machen. Der zweite Punkt, was gut gelungen ist, sind diese zwei Steine, finde ich, jetzt hier im Hintergrund einmal zu sehen und einmal hier vorne im Vordergrund, wo man einfach nochmal einen Blickfang herausgearbeitet aus der Rückwand und dann diese durchgehende Struktur von der Rückwand ein bisschen unterbricht. So, jetzt ein kleiner Cut, weil ich gerade die Türen auf die andere Seite geschoben habe. Außerdem zu erwähnen, finde ich, ist die Höhle, die sehr gut gelungen ist mit dem Eingang hier unten, der so ein bisschen verdeckt ist durch die Pflanzen, wo ich später nochmal zu sprechen drauf komme. Und hier oben eben diesen Wasserpott, wo sie sich auch öfters mal badet oder ab und zu mal drin aufhält, trinken kann und so weiter. Dadurch abgedeckt, das heißt, wenn ich diesen Wasserpott rausnehme, habt ihr ja in dem Video auch schon gesehen, dann kann man unten in die Höhle reinschauen und kann die entsprechend sauber machen, kommt anständig an alles ran. Und ja, diese Idee ist mir irgendwann gekommen und die ist sehr gut gelungen und war auch perfekt bisher geeignet zum Saubermachen und zum Instandhalten vom Terrarium. So, Terrarium wieder geschlossen, zurück zur Ursprungsposition. Wir haben uns jetzt der Unterkonstruktion gewidmet und ich finde, da muss man nicht auch viel mehr dazu sagen. Falls euch das genau interessiert, könnt ihr zurück in dieses Video schauen und dann nochmal anschauen, was ich gemacht habe. Da gibt es eigentlich nichts zu korrigieren. Als nächsten Punkt widmen wir uns dann der Elektronik im Terrarium. Da gibt es auch nicht sonderlich viel zu sagen, weil eigentlich alles so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe damals. Wir haben hier oben die entsprechende Röhre, hier drüben den Heizstrahler mit dem entsprechenden UV-Anteil. Das funktioniert super. Ich habe nur für die kalten Tage noch hier diesen kleinen Halogenspot hinzugefügt mit, glaube ich, knapp 40 Watt oder so, damit ich, wenn ich längere Zeit nicht zu Hause bin, die Heizung nicht läuft zum Beispiel, oder wenn einfach der Tag wirklich sehr kalt war, ich nach Hause komme und merke, es ist super kalt im Raum, dass ich dann die Heizlampe nochmal dazuschalten kann und die Heizsysteme dann nochmal ein paar Grad auf
einfach nur um die kalten Wintertage oder die kalten Tage im Haus generell zu überbrücken. Im Sommer war die Lampe allerdings keinen einzigen Tag an, da war die ausgeschalten. Dafür habe ich einfach oben so einen kleinen Kippschalter, wo ich die zu- und entsprechend abschalten kann. Diese Halterungen, diese Porzellanfassung, kann man einfach einzeln kaufen im Internet, kann man entsprechend danach suchen, einfach mal Porzellanfassung. E27 heißen die, glaube ich, das ist die Dicke von der Fassung, 2,7 cm, beziehungsweise 27 mm. Und da sind meistens dann Kabel mit dem Silikon, also so hitzebeständiges Silikonkabel und ein entsprechender Schalter schon mit dabei. Dann kann man die einfach ins Terrarium einbauen und so verwenden. Genau. Apropos kalte Wintertage. Letztes Jahr hat die Badagame keinen Winterschlaf gemacht, weil sie noch relativ jung war und entsprechend keinen Winterschlaf halten wollte. Das kann im ersten Jahr passieren, wenn sie nur ein paar Monate alt sind oder ein paar Wochen, je nachdem wann man sie bekommt oder wann sie geboren sind. Sie zieht sich jetzt also schon in die Höhle zurück. Das ist relativ früh für den Winterschlaf. Ich habe allerdings gelesen, dass es vorkommen kann, dass Badagame sich im nächsten Winter relativ früh zurückziehen, wenn sie keinen Winterschlaf gehalten haben oder einen sehr kurzen Winterschlaf, dass sie dann eben im nächsten Winter früher in den Winterschlaf gehen, um sie das entsprechend aufzuholen, wenn man das so nennen mag. Vor dem Winterschlaf werde ich auf jeden Fall nochmal ein Video machen und werde darauf hinweisen, was man da beachten sollte oder was ich beachten werde. Und dann können wir natürlich schauen, ob alles geklappt hat oder wie das Ganze gelaufen ist. Als nächstes war dann das Video mit dem Fliesenkleber, wo ich den Fliesenkleber aufgetragen habe und dann nochmal aufgetragen habe, zur zweiten Schicht, die schön gestaltet und strukturiert. Das waren drei Videos, weil ich da sehr viel Zeit investiert habe, weil ich eben dieses Endergebnis erreichen wollte, was perfekt aussieht, was eine schöne Struktur hat, eine schöne Oberfläche und so weiter. Ich hätte mir da, glaube ich, einiges sparen können. Ich hätte anfangen sollen, damit die großen Löcher oder die Löcher, die eben von der Unterkonstruktion, also vom Bauschaum übrig geblieben sind, wo Kanten drin sind, wo Löcher vorhanden sind, wo vielleicht einfach eine Lücke ist oder ein Spalt oder irgendwas, dass ich die mit Fliesenkleber auffülle, das entsprechend abtrocknen lasse, dass ich erstmal eine relativ ebene Fläche erhalte, allerdings nicht überall Fliesenkleber auftragen. Und dann eine einzige Schicht Fliesenkleber, die gut dick auftragen, die darf dann ruhig ein bisschen eine festere Konsistenz haben und dann mit einem feuchten Pinsel einfach schön drüber streifen, damit man die entsprechende Struktur bekommt, die man haben möchte. Also einfach nur die Löcher stopfen, dicke Schicht Fliesenkleber drauf, also ich rede jetzt von einem halben Zentimeter vielleicht maximal und dann mit einem Pinsel feucht machen, schön lange Streifen draufziehen oder wie man die Struktur eben haben möchte an den kleineren Steinen, habe ich ja zum Teil getupft oder Striche gemacht, also ein bisschen wuscheliger, damit die eben ein bisschen eine stärkere Struktur haben, aber wie man die Struktur dann eben möchte, mit dem Pinsel auftragen und es hätte wahrscheinlich ausgereicht, denn ich hätte das nicht in zwei Schichten auftragen müssen und mir da so einen riesen Aufwand machen. Hätte mir im Nachhinein einiges an Nerven gespart, vor allem was dann das Epoxidharz angeht. Siehst du auch so. Richtig, sie stimmt mir zu. Und jetzt geht sie wahrscheinlich was essen, weil hier drüben steht nämlich der kleine Pott mit dem Essen. Genau, nach dem Fliesenkleber haben wir dann die Farbe drauf gemacht. Man sieht dieses Orange noch durch. Das war ja auch das, was ich erreichen wollte. Man sollte eben im Vordergrund die Farbe vom Sand haben, der ja auch hier unten zu sehen ist. Also dieses starke, kräftige Orange-Rot und im Hintergrund eben dieses hellere Orange von der Farbe. Das hat super funktioniert. Das Ergebnis finde ich gut. Man sieht an manchen Stellen ein bisschen mehr Farbe, an manchen ein bisschen weniger. Ich finde allerdings, dass es so, wie es ist, gut gelungen ist und auf jeden Fall ausreichend. Da hätte man sich nicht irgendwas besser machen können, sage ich jetzt mal, an der Farbe, rein an der Farbe. Nach der Farbe, wo ich jetzt nichts mehr dazu sagen brauche eigentlich, weil Farbe kaufen, Farbe draufpinseln und fertig, alles schön einpinseln, damit es deckt. Und das Ganze war gegessen. Da haben wir dann das Epoxidharz aufgetragen und beim Epoxidharz gibt es tatsächlich einige Punkte, die ich vielleicht hätte anders machen können oder sollen oder wo ich es mir hätte vereinfachen können. Zum einen habe ich am Anfang relativ lang getestet, wie ich das Epoxidharz auftragen möchte und das hätte ich mir natürlich nicht sparen können, weil so kam ich zu dem Ergebnis, was ich jetzt habe. Ich habe dann das Epoxidharz einfach drauf gestrichen und habe es mit Sand beschmissen und nicht vorher vermischt, was zu dem Ergebnis geführt hat, was wir jetzt sehen. Das ganze Epoxidharz glänzt dann nicht mehr, weil der Sand ja auch aus sehr feinem Staub besteht, der sich wirklich überall drauf legt. Deswegen vergeht die glänzende Schicht vom Epoxidharz komplett verloren und wir haben keinen einzigen glänzenden Punkt im Terrarium. Das heißt, das mit dem Vermischen und Draufstreichen funktioniert einfach nicht, weil es danach glitzert. Das mit dem Bestreuen ist dann eigentlich die Lösung, die so entsprechend funktioniert. Ich hätte vielleicht an manchen Stellen ein bisschen mehr Epoxidharz nehmen können, weil es teilweise, glaube ich, relativ dünnes, aber ausreichend. Es wäre vielleicht besser gelungen, einfach Epoxidharz nehmen. Ja,
einfach Epoxidharz nehmen, kräftig aufpinseln, Sand nehmen, drauf bestreuen, am besten so, dass die Fläche waagrecht liegt. Das heißt, wenn ihr die Rückwand macht, Terrarium hinlegen, bestreichen, draufstreuen und fertig. Dann, wenn ihr unten drunter macht, das Terrarium auf den Kopf stellen. Wenn möglich, wenn nicht, dann eben jetzt von unten so ranschmeißen, so wie ich es dann auch gemacht hatte. Sieht man, glaube ich, in dem Video auch. Und eben entsprechend wieder aufstellen, um die Grundflächen, die Laufflächen von der Badegarme dann zu gestalten. Epoxidharz kann man übrigens super abwiegen, habe ich mittlerweile in den Kommentaren gelesen. Und ja, ich habe es auch in Videos gesehen im Nachhinein. Also ihr braucht es nicht milliliterweise mit Spritzen abzumessen oder zu schätzen oder irgendwas. Nehmt euch eine Waage, stellt euer Behältnis drauf und ihr könnt die Verhältnisse super abbiegen. Auf jedem Epoxidharz stehen auch die Grammverhältnisse drauf. Da habe ich ehrlich gesagt in dem Zeitraum überhaupt nicht dran gedacht, beziehungsweise nicht drüber nachgedacht. Wäre einfacher gewesen und ist auch normalerweise so üblich. Man sollte übrigens immer Handschuhe anziehen, auch dazu habe ich einen Kommentar gelesen. Ich habe in dem einen Video, wo ich vielleicht mal hier kurz einen Screenshot einfügen kann, keine Handschuhe angehabt. Das habe ich tatsächlich komplett vergessen an dem Tag oder an dem Abend, wo ich das noch schnell ausprobiert habe. Da war ich ein bisschen im Stress, habe auch das schnell gefilmt, habe das ausprobiert und so weiter. Keine Handschuhe angehabt, nicht gut. Epoxidharz ist wirklich nicht gesund für die Haut und sollte man so nicht tun. Also immer einmal Handschuhe anziehen, lieber ein paar mehr oder lieber auf Nummer sicher gehen, als dann im Nachhinein irgendwelche Verletzungen oder Ätzungen, also Reizungen auf der Hand zu haben. Ätzend ist es ja nicht. So, jetzt haben wir doch ein paar mehr Cuts drin, weil ich als nachschauen muss, damit ich wirklich nichts vergesse, weil ich relativ ein breites Spektrum jetzt gerade versuche abzudecken, in einer relativ kurzen Zeit. Genau, wenn ihr das Epoxidharz bestreicht, zum Beispiel die Rückwände, und dann bestreut und das später aufstellt und ihr habt euch schon über, also ihr seid an einem Punkt schon fertig und ihr müsst dann wieder ranstreichen, dann habt ihr immer eine Überlappung von Epoxidharz, beziehungsweise eine Stelle, wo ihr doppelt streicht oder versucht nicht doppelt zu streichen, aber trotzdem. An diesen Stellen entstehen auf jeden Fall dunklere Striche, weil mehr Sand angenommen wird und nochmal eine Sandschicht draufklebt. Das ist am Anfang vielleicht super, super nervig, weil es euch extrem auffällt. Achtet einfach drauf, dass diese Striche in Löchern, also wie hier in so Rillen, an Kanten oder hinter solchen Holzkonstruktionen sind oder hier oben in Kanten. Hier ist zum Beispiel so ein Strich, glaube ich, der jetzt im Video vielleicht ein bisschen auffällt, wenn man genauer darauf achtet, wenn ich jetzt darauf hinweise. Aber es fällt nach einer Weile nicht mehr auf und Betrachtern von extern fällt es im Normalfall gar nicht auf, weil sie da nicht so drauf achten. Ich habe mich am Anfang total drüber aufgeregt. Das war einer der Punkte, warum ich so richtig deprimiert oder genervt war von dem ganzen Projekt. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, war es eigentlich unnötig, weil es fällt nicht wirklich auf. Und es fällt nur euch auf oder hauptsächlich euch, die da wirklich gezielt drauf schauen, die wissen, wo sie hinschauen müssen. Also, wenn irgendwo Linien entstehen, dann guckt, dass ihr die einfach ein bisschen verbürstet, ein bisschen den Kontrast rausnimmt, wie auch immer man das nennt, und achtet einfach darauf, dass ihr die Anstöße in solchen Kanten macht, wo es eh nicht wirklich auffällt. Darauf habe ich nicht wirklich geachtet. Das heißt, wenn ihr einen Bereich macht von hier oben komplett ums Eck bis darüber, versucht es, wenn ihr ein kleines Terrarium habt, in einem Aufwasch zu machen. Wenn es nicht funktioniert, macht einfach den Ecken irgendwo einen Übergang, vielleicht ein bisschen versetzt, damit es nicht so extrem auffällt. Und dann fällt es auch nicht auf, auch wenn ihr das Ganze seht. Das Abbürsten vom Epoxidharz, also danach, nach dem Bestreuen, nach dem Runtermachen vom Sand, das Absaugen, dann habe ich nochmal eine grobe Wurzelbürste genommen, um das Epoxidharz stark abzubürsten, hat dann nochmal stärker diese orangenen Flecken zum Vorschein gebracht, die mir persönlich sehr gut gefallen. Es gibt da auch andere Geschmäcker, denen gefällt das nicht so gut. Ich mag's, dadurch kriegt der Stein so ein bisschen eine Struktur, eine Tiefe und es sieht einfach ein bisschen lebendiger aus und nicht so eintönig und trist in einer Farbe alles von Wand bis zu Boden über alles. Deswegen gefällt mir das sehr gut. Wenn euch die Wand so gefällt, wie sie ist, dann lasst sie einfach so. Und wenn ihr es gerne eure Hintergrundfarbe ein bisschen mehr zum Vorschein bringen wollt, dann nehmt eine kräftige Wurzelbürste und bürstet ordentlich drüber, dann bricht noch mal ein bisschen mehr von dem Sand, der im Epoxidharz steckt, raus und dann zieht ihr die Rückwand wieder ein bisschen mehr durch. So hat es zumindest bei mir funktioniert. So, dann sind wir jetzt alle vergangenen Videos einmal durchgegangen, wo ich mein Fazit dazu gezogen habe. Und zu den Sachen, die jetzt noch dazugekommen sind, die jetzt mehr drin sind, wie zum Beispiel Sand, Pflanzen und so weiter, werde ich dann gleich noch mal ein Video machen, ein Folgevideo, was dann ein, zwei Tage später hochgeladen wird. Aber ich werde es auch heute schneiden, das ist auf jeden Fall fertig, es wird auf jeden Fall fertig gemacht und kommt nicht erst in ein paar Monaten. Kommen wir mal zum Fazit. Also das Terrarium an sich mit dem Pressspan und so weiter ist nicht das schönste Terrarium. Ja, jetzt von der Front fällt es nicht arg auf. Ich habe mittlerweile einen Unterschrank drunter. Ich zeige gleich nochmal eine Ansicht von ein bisschen weiter weg. Es ist nicht das schönste Terrarium, ja, aber es ist sehr praktisch, vor allem für Wüstenterrarien. Es ist einfach zu handhaben und es ist günstig.
Ein großes Glasterrarium ist teurer, viel teurer als dieses Terrarium. Man kann da rein bohren, man kann schneiden, man braucht keine riesigen Sonderglasbohrer oder irgendwas, um das Ganze zu verlegen. Und deswegen ist es meiner Meinung nach super praktisch und für den Gebrauch mit einer Badergeime oder allgemein einem Wüstenterrarium, also einem trockenen, nicht feuchten Terrarium, nur zu empfehlen. Ich habe das Terrarium mittlerweile verkleidet, also auf dieser Seite ist eine Wand, auf dieser Seite ist eine Verkleidung, das heißt, man sieht das Pressspann eigentlich nur noch oben drauf und da kommt auch noch was drüber. Da bin ich allerdings noch nicht ganz fertig, weil ich gerade noch zum Teil mitten im Umzug stecke und meine Freundin jetzt gerade hier einzieht. Das heißt, wir haben ein bisschen andere Sachen noch zu tun als das Terrarium. Was zu beachten ist, das Terrarium ist groß, man sieht, es ist 2 Meter breit, ich glaube 80 cm hoch und 70 cm tief. Das ist verdammt groß. Das habe ich zwar beachtet, man konnte es aus meinem Zimmer rausholen, aus meinem alten. Ich war im dritten Stock, also unterm Dach, und wir hatten ein Treppenhaus, das ein bisschen eng ist. Man konnte es auch rausholen, man konnte es auch handhaben. Man hätte es da bestimmt gut rumbekommen, aber es ist verdammt schwer und das habe ich nicht beachtet. Fliesenkleber ist wirklich schwer, die Stämme sind schwer, der Sand ist brutal schwer. Der war zwar draußen, aber spielt keine Rolle. Da ist relativ viel Sand drauf, auch von der Beschichtung her und so weiter. Und die Konstruktion, die Unterkonstruktion ist leicht, aber alles, was da drauf kommt, ist einfach nur noch schwer. Epoxidharz wiegt, Fliesenkleber wiegt, der ganze Sand wiegt, die Elektronik, alles ist schwer. Und das Terrarium zur Hand haben und rumzutragen ist auf jeden Fall kein Geschäft für eine Person. In so einer Größe braucht man immer 2 Personen. Man muss das Teil auseinanderschrauben. Ich habe die Front abgenommen, das Glasteil komplett weggemacht, den Deckel komplett runtergenommen, damit es ein bisschen leichter wird. Und es war immer noch verdammt schwer durch den ganzen Fliesenkleber, der da verbaut ist. Das heißt, wenn ihr euer Terrarium ausziehen müsst, umziehen müsst, holt euch immer Hilfe oder plant eine Stunde oder zwei ein, um dieses Terrarium aus eurem Haus zu bekommen. Wenn ihr natürlich wie ich jetzt im Erdgeschoss wohnt, dann ist es kein Problem. Aber wenn ihr irgendwo weiter oben wohnt, dann zieht es in Bedacht und guckt vorher, dass das Terrarium auch durch euer Treppenhaus passt oder irgendwie anders aus dem Haus raus kann. Sonst steckt es fest, ihr müsst auseinanderschneiden und habt die Arbeit nochmal. Oder müsst eben das Ganze dann wieder irgendwie zusammenkleben und zusammenbringen, wo ich keine Ahnung habe, wie das funktionieren soll. Ich bin froh, dass wir es rausgekriegt haben, gerade so. Wir haben die Wand verkratzt, wir haben Putz runtergerissen aus Versehen. Das war kein fröhliches Geschäft, aber es ist draußen und jetzt steht's hier. Und hier ist es easy, weil es ist im Erdgeschoss. Genau, kommen wir mal ganz kurz zur Verkleidung hier auf der linken Seite. Dazu mache ich kurz einen Cut, weil ich dann wieder auf die Frontkamera wechsle. Und dann kann ich euch das Terrarium nochmal zeigen, wie es jetzt hier steht. So, hier jetzt eine Draufsicht auf mein Terrarium im Wohnzimmer. Man sieht jetzt hier auf der linken Seite noch ein paar Sachen stehen, die ich nicht gebraucht habe beim Bauen. Das heißt, die einfach ausblenden. Das hier steht nur da, um ein bisschen Lichteinfall zu verhindern, weil dahinter meine Schabenzucht steht. Das heißt, das kommt auch noch weg. Aber ich habe eben einen großen Unterschrank gebaut. Der ist auch komplett selber gebaut mit Rahmen und so weiter. Nur die Türen habe ich von einem Einrichtungsmöbelhaus fertig gekauft und da entsprechend rangeschraubt, weil ich da ein bisschen zu faul war. Und die Winkel sind halt jetzt entsprechend dabei. Das heißt, wenn man da reinschaut, dann haben wir hier im Prinzip diese ganz normalen Standardwinkel, da hinten die Zeitschaltuhr und so weiter und hier meine Schabenzucht, wo ich auch regelmäßig Futtertiere verkaufe und so weiter. Jetzt muss ich auch noch sagen, dass es Werbung ist oder sowas, falls irgendwie, weil ich gesagt habe, verkaufen. Egal. Jedenfalls ist das mein Unterschrank. Man sieht jetzt hier oben die Badergarme gerade drauf, die Lampen und so weiter sind hier angeschlossen. Und die mittlere Lampe geht eben hier raus und hat hier hinten einfach so einen kleinen Kippschalter, den man umlegen kann, damit die an- und ausgeht. Außerdem ist die höhenverstellbar, das heißt, wenn es mal wirklich richtig kalt wird und die Badergarme noch einen zusätzlichen Wärmeplatz benötigt oder sowas, dann kann ich die einfach ein bisschen ablassen. Einfach ein bisschen Kabel nachschieben oder rausziehen und eben umknicken, dann fällt die auch nicht runter. Und dann kann die Badergarme wärmer oder nicht so warm hier unten haben. Genau, und hier von der Seite habe ich es im Prinzip komplett verkleidet, das heißt, von unten nach oben ist eine Holzabdeckung hier drauf, damit man das Pressspann nicht sieht und eben der Schrank unten auch geschlossen ist. Das gleiche kommt oben auch nochmal drauf und die Thermometer kommen dann nach unten in den Schrank, dass man da im Prinzip reinschauen kann oder draufschauen kann, wenn man den Schrank öffnet. Dann ist das Pressspann im Prinzip komplett verschwunden und auch nicht mehr sichtbar. Das Einzige, was dann vielleicht noch ein Thema wäre, Autofokus, sind hier diese kleinen Leisten, wo man vielleicht noch ein kleines Stückchen Holz drauf machen kann. Es gibt so 2 Millimeter Leisten, die man vielleicht draufschrauben kann oder nageln kann. Oder man streicht einfach die Front hier ein bisschen. Aber mich persönlich stört dieser Fleck hier jetzt eigentlich nicht wirklich. So, eben gesagt, jetzt nochmal kurz über den Haufen geschmissen, weil es ist nicht viel, was es noch zu sagen gibt. Es lohnt sich nicht wirklich für ein neues Video. Das heißt, ich werde jetzt noch anhängen, was wir seit dem letzten Video gemacht haben oder was ich seit dem letzten Video getan habe und dazu ganz kurz berichten. Eigentlich gibt es nur 2-3 Sachen zu sagen.
Einmal Sand, die Pflanzen, wie eben schon erwähnt, und nochmal die Stämme, weil die Stämme habe ich eben nicht mit Epoxidharz eingestrichen, wie ein paar Mal erwähnt. Die sind einfach so drin, dadurch, dass es ein trockenes Terrarium ist, wo wir nie Luftfeuchtigkeit über 40% haben eigentlich oder fast nie, außer sie häutet sich oder sowas in der Art, kann da drin kein Schimmel entstehen. Es gibt auch keine Parasiten. Ich hatte zumindest noch nie irgendein Problem im Terrarium von fremden Tieren, außer vielleicht eine Fliege oder sowas, die sich da rein verirrt hat. Und das heißt, die Stämme werden nicht verschimmeln, nicht verrotten, kein gar nichts. Die werden dafür immer im Prinzip drin bleiben, wenn man da nichts ändert. Genau. Als Pflanzen habe ich nur Plastikpflanzen drin. Man hat es jetzt ein paar Mal gesehen, was ich für Pflanzen drin habe. Es sind alles Plastikpflanzen. Das Terrarium ist furztrocken. Da wird, glaube ich, nichts außer einem Kaktus vielleicht überleben. Wenn man sich um den kümmern möchte und den einmal im Monat gießen möchte, okay, Kaktus ist aber stachelig, ich weiß nicht, wie das mit Badagame so toll ist, dann kann sie sich verletzen oder irgendwas. Ich habe also einfach rein, bin in irgendeinen Tierfachhandel gegangen, habe mir da Pflanzen gekauft, die mir gefallen haben und die entsprechend ins Terrarium gesetzt. Oh, das Terrarium ist wieder geöffnet und man sieht jetzt hier deutlich, dass das hier unten eine andere Pflanze ist wie die hier oben. Die ist so ein bisschen um diesen rechten Stamm rumgeschlungen und wächst da hinten rum bis ins Nirvana und ist somit einfach nur befestigt. Also die sind nicht verklebt hier unten, die Pflanze. Und die kann man jederzeit rausnehmen, falls mal was kaputt gehen sollte oder falls man die austauschen will gegen eine andere. Kann man die einfach entsprechend abwickeln und rausnehmen. Die obere ist auch hier unten befestigt, an der anderen so ein bisschen reingesteckt einfach nur. Die ist auch nicht sonderlich fest. Allerdings ist sie hier im oberen Bereich immer wieder in der Rückwand verhakt. Da habe ich Nägel genommen, die Nägel mit Epoxidharz in die Rückwand reingeklebt, damit die noch so ein Millimeterchen rausstehen hier unten drunter und dann mit so einem Draht die Pflanze an diesen Nägeln festgebunden. Das heißt, auch die kann man einfach jederzeit rausnehmen, wenn man sie tauschen möchte oder wenn sie kaputt geht oder so und durch eine andere ersetzen und die Nägel bleiben eben einfach drin und können als Ankerpunkt verwendet werden. Das gleiche habe ich mit diesem kleinen hier gemacht. Das sind einfach nur Büschel von einer anderen Pflanze, die ich noch hatte, die ich mit einem Draht zusammengefügt hat. Und auch hier ist hinten im Eck irgendwo ein Nagel befestigt. Ja, da kann man sehen, mit Epoxidharz reingeklebt und dann eben mit Draht die Pflanze an den Nagel befestigt. Und dann ist das Ganze abgedeckt und hält aber sicher an der Stelle, weil die Badagame räumt gerne im Terrarium rum. Da hinten habe ich das gleiche gemacht. Ich habe wieder so einen kleinen Bündel genommen und habe den mit einem Draht an dieser Halterung hier befestigt. Ich kann es mal kurz von unten zeigen, vielleicht sieht man es. Hier, die ist hier durchbohrt und dann entsprechend da einfach rumgewickelt, damit die Pflanze da dran bleibt. Die hängt einfach bloß hinten dran und steht hier immer im Wasser und wird mitgereinigt, immer wenn ich das Wasser wechsle, damit sich an der Pflanze auch nichts an Algen oder sowas Ekligem bilden kann. Ansonsten ist eben der Wasserpott und da ist sonst nichts weiter drin. So, dann haben wir hier oben im Eck nochmal so einen kleinen Büschel, der mit einem Epoxidharznagel in der Wand befestigt ist und da ein bisschen grün Fleck bildet. Hier unten liegt so ein bisschen zerstört ein ehemaliger Busch, den ich mir aus echtem Holz gebaut habe. Also das ist auch in der Tiefkühltruhe gewesen. Dann habe ich mir so einen Busch gebaut, auch aus Draht zusammengeführt, bisschen verklebt und habe den da reingestellt gehabt. Allerdings mochte die Badagame den sehr zum Durchklettern und sich durchwinden und dann ist er zerbrochen und seitdem liegt er hier im Eck so. Und ich habe ihn gerade so liegen lassen, weil die Badagame das ja gern durchkriegt. Oder wenn sie sich häutet und noch ein paar Reste hat, geht sie da auch alles hin und versucht die abzuschaben. Das heißt, die mag das Eck ganz gern und deswegen habe ich es einfach so durcheinander da liegen lassen und störe mich da auch nicht arg weiter dran. Wenn es einem nicht gefällt, dann muss man es halt rausnehmen. Müsste man es halt rausnehmen. Und als letztes habe ich eben hier diese Krone, wo ich am Anfang mal überlegt habe, die oben wieder aufzusetzen am Sonnenpunkt. Die hätte da allerdings nur gestört, wäre sehr, sehr heiß geworden in der Sonne. Und deswegen habe ich die eigentlich hier unten immer stehen. So rum. Allerdings schiebt die Badagame die auch immer raus. Ich sehe jetzt aber keinen Grund, warum ich die festmachen sollte, weil das ist kein großer Aufwand. Und wenn sie fest ist, dann kann man sie nicht wieder wechseln oder rausnehmen, falls jetzt an diesem doch sehr weichem Holz sich irgendwann mal irgendwas bilden sollte oder es kaputt gehen sollte. Und oben am Sonnenpunkt habe ich noch zwei Steine mal liegen. Die wollte ich irgendwann mal austauschen. Allerdings liegen sie da jetzt seit ein paar Monaten schon, wo es sich eben erhitzen, wenn die Sonne drauf knallt und dann das Terrarium abends noch oder den Fleck da oben abends noch ein bisschen länger warm halten und dann kann die Badagame eben ein wenig noch die Wärme genießen. Und da hinten im Eck sieht man jetzt auch wieder so eine Kante, wo man eigentlich den Anschlag sieht hier von den zwei Streichaufwendungen, also wo ich zweimal hintereinander gestrichen habe, das Epoxidharz so bestreut.
Aber wenn man nicht drauf achtet, dann fällt es meiner Meinung nach nicht wirklich auf. So, jetzt auf der anderen Seite. Da saß eben noch die Badergame und die sitzt jetzt da oben. Was sie eben heißt, vor knapp einer halben Stunde oder Stunde, weil ich da aufgehört habe aufzunehmen. Und naja, vergessen habe, das mit dem Sand aufzunehmen. Deswegen jetzt nochmal hier zurück. Man sieht hier jetzt diesen Sand, der ist hier relativ grob gekörnt. Der zerfällt allerdings einfach, wenn man den zerdrückt. Das habt ihr ja schon mal gesehen. Ja, ich habe den Sand gekauft. Das hatte ich auch damals erwähnt im Internet. Und fertig in dieser Farbe hier. Das ist ein Sand-Lehm-Gemisch. Man kann allerdings auch im Tierfachmarkt sich den Sand einfach kaufen, also vor Ort gehen, sich direkt anschauen oder eben, wenn man es selber machen möchte, einfach Spielsand kaufen, beziehungsweise, ja, nennt sich so, kriegt man im Baumarkt und dann mit Lehm mischen, bis man eben den Anteil hat, den man möchte, das geht auch und so kann man dann entsprechend vielleicht ein bisschen Geld sparen, aber da ist es nicht sonderlich teuer, ich habe hier ungefähr 2,25 Kilo Säcke Sand drin verteilt, hier unten sollte ein bisschen mehr noch hin, das ist nach dem Umzug noch nicht wieder reingekommen, weil der ein bisschen feucht war, dann wollte ich das wieder trocknen lassen. Das heißt, hier unten habe ich eigentlich so 5 cm Höhe drin und hier eben das tiefe Becken, wo sie buddeln kann. Auf den Ebenen habe ich auch überall so eine leichte Schicht Sand drauf, damit, falls sie da mal drauf pinkelt, das nicht direkt auf dem Epoxidharz landet. Genau, soviel zum Thema Sand. Eigentlich gibt es dazu nicht mehr zu sagen. Gibt 3 Möglichkeiten, entweder im Laden kaufen, online bestellen oder eben selber mischen, damit der entsprechenden Lehmanteil hat. So, jetzt sind wir wirklich mit allem durch und das war jetzt vielleicht nochmal 5 Minuten mehr, aber bevor ich dafür ein eigenes Video mache, habe ich gedacht, schneide ich es jetzt doch ans Ende oder mache alles in einem Video, weil ich habe schon ein paar Ideen für die kommenden Videos, die sich dann vielleicht doch nochmal ein bisschen hinziehen werden, weil Winterschlaf ist auf jeden Fall ein Thema, das kommt allerdings normalerweise erst Mitte, Ende des Herbstes dran. Meine verhält sich jetzt schon ein bisschen merkwürdig, da werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, falls irgendwas passiert. Und ein zweites Thema ist die Fütterung der Badergame, alles was Pflanzen angeht und Fleischfutter, was hier unten drin steht. Wollte ich nochmal ein Video machen, beziehungsweise habe ich schon ein Video gemacht. Ich muss nur schauen, ob ich die Videodatei noch habe, weil die waren auf diesem Handy hier drauf und das ist kaputt gegangen. Ansonsten muss ich eben nochmal ein entsprechendes Video aufnehmen zur Fütterung. Dann würde ich gerne noch ein Video machen zu meinen Schaben, weil ich die ja eben jetzt schon seit vielen Jahren züchte. Also ich habe ja auch Vogelspinnen und habe 2013, glaube ich, mit Vogelspinnen angefangen und habe mir damals auch meine ersten Schaben gekauft zum Züchten, weil ich Futter generell immer zu überteuert fand im Tierfuttermarkt oder sonst irgendwo im Internet kriegt man es eben viel billiger, aber dann eben eher in großen Mengen. Und so ist meine erste Schabenzucht entstanden. Mittlerweile habe ich eben 2 große Kisten hier unten drin stehen, wo ich viele, viele Schaben züchte und auch regelmäßig verkaufe, weil ich eben Überschuss habe und weil man so sich eben Kleinigkeiten nebenher verdienen kann. Und da wollte ich auch mal ein entsprechendes Video drüber machen. Dann war's das für heute. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über ein Feedback freuen. Wenn nicht, dann auch sehr gerne Feedback oder Verbesserungsvorschläge in die Kommentare, wie immer. Ich versuche die Kommentare zu beantworten und auch wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare. Ich schreibe auch gerne eine ausführlichere Antwort darauf und versuche euch da bestmöglich weiterzuhelfen. So, ansonsten wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende, Woche, wann auch immer das Video jetzt hochkommt und eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.